Es war bereits der x-te Tag. Donnerstag, Atomkraftwerk Würgassen. Greenpeace-Kämpfer wollen einen Atomtransport verhindern. Seit 11 Tagen schon und kaum einen Sturz. Hase und Igel jenseits von Gorleben. 4 Beamte gegen 20 gleichfalls ordentlich angezogene Störer. Diszipliniert, couragiert, aussichtslos. So kuschelig können Polizeieinsätze sein. In Ermangelung eines Wasserwerfers müssen die Blockierer verbal bekämpft werden. Wir schweißen überhaupt nichts. Hier an wird nicht weiter geschweißt. Nicht an den Schienen geschweißt. Und wenn Sie mich jetzt nicht zufrieden lassen, schreibe ich eine Anzeige wegen Widerstand. Da mache ich Sie doch aufmerksam. Greenpeace erringt die Lufthoheit und die Polizei eine Art Wanderpokal. Zum Gedenken an die Scharmützel von Würgassen. Nicht weiter geschweißt! Die Konstruktion steht. Gorleben, das Atommüll-Zwischenlager am Dienstagabend. 200 Kilometer und Welten von Würgassen entfernt. Hundertschaft um Hundertschaft geht in Hab-8-Stellung. In wenigen Stunden soll der Atommüllzug aus Frankreich einrollen. Das Wendland ist seit Wochen polizeilich besetzte Zone. Verladebahnhof Dannenberg. Grenzschützer und Anti-Atom-Aktivistinnen bemühen sich um Deeskalation. Warum sitzt ihr jetzt heute Abend hier? Hier? Ja? Weil wir mit den BGS-Beamten reden. Und, euer Eindruck? Ja, manche von der Zeit, aber wir sind ziemlich muffelig, ne? Wieso muffelig? Ja, die sind einfach muffelig, die sagen nichts oder genau. Voll gestresst einfach. Ja. Ja. Und ihr, wie seid ihr drauf? Gut. Wir wissen auch. Während der Castor langsam auf Dannenberg zufährt, politisch korrekter Kuschelrock im Hüttendorf. Undine von Blottnitz, Mitbegründerin der Bürgerinitiative, wird ständig über den aktuellen Fahrplan informiert. Jede Verspätung wird bejubelt. Derweil macht sie sich schon mal mit dem morgigen Gegner bekannt. Wir hätten ja Glück vor, wenn sie vor Ankunft abgelöst würden, nicht? Wenn sie vor Ankunft abgelöst würden. Das wird, glaube ich, nicht der Fall sein. Dann haben sie Pech gehabt. Ja. Das tut mir leid. Aber sie sind ja so gut gepolstert, ich nicht. Also sie haben die besseren Karten von uns beiden. Sie brauchen aber auch keine Angst zu haben. Hab ich aber. Auch im Gasthaus Sentelmann in Gedelitz, der Kneipe, wo vor 20 Jahren die Bürgerinitiative gegründet wurde, ist die Angst vor dem morgigen Tag Gesprächsthema. Der Anlass, die Polizeiaktion gegen den protestierenden Treckerfahrer Adi Lampke während einer Straßenblockade. Schöner Start ist es. Das Ende, der Mann blutet. Die Verletzungen stammen offenbar von herumfliegenden Glassplittern. Der Vorgang ist sofort rum bei den Demonstranten. Solche Bilder heizen die Spannung zusätzlich an. 4.30 Uhr am Mittwoch. Der Castor kommt im Marschtakt seiner Eskorte. Nicht schneller jedenfalls, als die Polizei erlaubt. Auch bei den Castor-Gegnern hat sich das Nahen des Zuges herumgesprochen. Tausende haben sich an der geplanten Route für den Straßentransport versammelt. Ihr Ziel, den Transport so teuer wie möglich zu machen. Verhindern können sie ihn ohnehin nicht. Die Strohfeuer des Protests, sie werden hochgeschrieben zum flammenden Inferno. Ab jetzt ist an diesem Ort jeder verdächtig, der keine grüne Uniform trägt. 5.54 Uhr. Der Castor rollt in die Verladestation, wo er auf einen Sattelschlepper gehievt werden soll. Entlang der Transportroute haben sächsische Polizisten einen antichaotischen Schutzwall aufgebaut. Eine Mauer, die aus Richtung Westen jedenfalls nicht so leicht zu erstürmen ist. Muss Ihnen doch so unangenehm sein, da müssen Sie nur noch schlechte Träume von haben. Wenn ich schon diese Sprache höre, kriege ich ja schon fast. Das ist unsachlich und dumm sowas. Ja, dumm sowas. Was Sie hier machen, ist dumm sowas, dass Sie überhaupt hier stehen. Das ist unser Job, zufälligerweise. Ach, euer Job. Man kann auch mal sagen, nein, das mache ich nicht. Lässt sich krank schreiben. Das ist man kann doch nicht jeden scheiß Job machen. Was arbeiten Sie denn? Ich arbeite den ganzen Tag. Ich habe Hof und bin auch Abgeordnete. Und jetzt stehe ich hier, wo ich hingehöre. Stellen Sie das vor. Und wenn ich was machen muss, was ich nicht sollen will, mache ich das nicht. Na klar. Na klar. Schön, wenn das nur jeder kennt, oder? Wir hatten nur eine schöne Welt, oder? Ja, aber das will ich Ihnen sagen, wie es bei Ihnen der Herbst war, nicht? Und die gesagt haben, wir sind das Volk. Haben Sie sich mal daran erinnert, wenn sich da an die Gesetze gehalten wären, stünden Sie heute nicht hier.
Na sowas. Ja, sowas. Wenn sie den Atommüll über die Grenze geschmissen hätten, hätten sie das im feuchten Kerrisch gekümmert. In einer Polizeibroschüre heißt es, Beamte sollen sich dialogbereit zeigen. Doch gute Gespräche lassen sich nicht immer erzwingen. Nee, wirklich, ich find's echt armselig, wie ihr aussieht. Wie die letzten Dinosaurier, ha? Die letzten, wie ich die letzten. Nach euch kommt nichts mehr, ha? Bloß noch das hier, ha? Ha! Schade, wirklich schade. Ha? Wir stehen hier auch für eure Kinder. Zur gleichen Zeit, nur wenige hundert Meter entfernt, der Versuch heimischer Bauern, eine Blockade zu organisieren, wird von einer Einheit der Braunschweiger Polizei offenbar als Akt roher Gewalt empfunden. Freunde und Helfer mutieren zur Castor-Schutzstaffel. Die Wiederholung beweist Sachbeschädigung als polizeiliche Maßnahme. Dabei hatte sich die Besatzung des Traktors längst ergeben. Die Hände über dem Kopf, von Widerstand keine Spur. Da kann die Staatsgewalt nicht widerstehen. Angesichts der Wucht der Auseinandersetzungen bemühen Atomlobbyisten die jüngere Geschichte. Wir haben ja die Erfahrungen alle schon mal in unserer Geschichte gehabt. Da hatte mal einer ein Buch geschrieben, Mein Kampf. Und in dem Buch steht drin, dass wenn die demokratische Regierung hehre Grundsätze gefährdet, dass dann jeder Volksgenosse nicht nur das Recht, sondern die Pflicht habe, dagegen zu rebellieren. Die hehren Grundsätze waren damals nicht, die Rasse, Deutschland, und heute ist es die Kernenergie. Und ich glaube, der Rechtsstaat kann sich so nicht auf dem Kopf herumtreten lassen. Dabei gibt die Atomwirtschaft seit jeher den Takt vor. Gorleben 1980. Im Stile einer Militäroperation wird die Besetzung des Geländes beendet, auf dem der sogenannte Entsorgungspark Gorleben entstehen soll. Pläne für eine Wiederaufarbeitungsanlage waren bereits ein Jahr zuvor als politisch nicht durchsetzbar gekippt worden. Die heutige Situation ist die, dass dort nicht nur das Zwischenlager steht, sondern es ist auch geplant, im Salzstock von Gorleben ein Endlager zu errichten, obwohl die Befunde längst auf dem Tisch liegen, dass dieser Salzstock dafür nicht geeignet ist. Das heißt, wir müssen befürchten, dass jeder Behälter mit radioaktivem Abfall, der dort in das Zwischenlager gebracht wird, den Druck vergrößert und die Sachzwänge vergrößert, dieses Endlager dann doch noch schön zu rechnen und mit Gewalt sozusagen als geeignet zu erklären und dann dort endzulagern. Doch auch die abgespeckte Version lohnt sich für die Betreiber. Zusätzliche Milliarden kommen ins Haus. Die Stromkunden zahlen drauf. Die Endlagerung ist für sich betrachtet natürlich sehr, sehr teuer. Aber auf der anderen Seite kann man mit der Endlagerung interessanterweise heute auch Geld verdienen oder zumindest spekulativ handeln. Und zwar liegt das daran, dass schon seit Jahren für den Atomstrom jeweils etwa 1,5 Pfennig pro Kilowattstunde an Rücklagen gebildet werden, die für die Endlagerung der abgebrannten Brennelemente, aber auch für die Stilllegung der Kernkraftwerke zurückgelegt werden. Diese Rückstellungen, die sogenannten Rückstellungen, belaufen sich heute auf etwa 44 Milliarden D-Mark. Eine Summe, die sehr, sehr hoch ist, die natürlich angelegt wird, verzinst wird. Spielgeld für Deutschlands Atommanager. Sie kaufen Firmen quer durchs Branchenfernsprechbuch. Schwerpunkt die Telekommunikation. Direkte Kommunikation mit der Bevölkerung überlässt man der Polizei. In unser Herzen scheuen. 55 Millionen Mark kostet der Castor-Transport die Steuerzahler. Die Atomwirtschaft übernimmt lediglich die Gebühren für einen Streifenwagen plus Begleitfahrzeug. Dem bisschen Frieden folgt ein bisschen Gewalt. Mist, lose Erde und ein leerer Plastikeimer. Die Berliner Polizei ist Härteres gewohnt. Im Nachbardorf arbeiten derweil die Männer von der Atommüllabfuhr im Akkord.
das erhöht bekanntlich die Gebühren. Jetzt ist ein Castor gekommen und der ist dieser Regierung sehr, sehr teuer geworden. Und dieser Castor, der wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, Sie wissen, wir hatten 10.000 Leute in Dannenberg, wir werden immer mehr, dieser Castor wird noch teurer werden und das wird nicht mehr bezahlbar sein. Die Demonstranten arbeiten ehrenamtlich und drehen an der Gewaltspirale. Schmierseife gegen Polizisten. Landfriedensbruch, der sich gewaschen hat. Die Polizei reagiert entsprechend und spritzt sich den Weg ohne Vorwarnung frei. Die Wasserwerferschreiber so stark, dass so viele Verletzte sind. Und ich wollte mit der Einsatzleitung telefonieren, dass das etwas abgemildert wird. Ist nicht. 800 Meter weiter, das gleiche Bild. Kein Wegtragen, keine Vorwarnung, einfach drauf. Die Unverhältnismäßigkeit der Mittel bleibt gewahrt. Ein Arzt im 10 Kilometer entfernten Gorvelin zweifelt angesichts solcher Bilder am Sinn des stillen Protests. Wenn alle nur so demonstrieren würden wie ich, nämlich in Hut und Mantel auf dem Marktplatz, dann würde man keinen einzigen Polizisten hierher schicken. Dann würde sich hier überhaupt nichts ändern, nichts bewegen. Und insofern bin ich bereit, die Leute, die als Chaoten beschimpft werden, in Schutz zu nehmen. Und ich habe denen gegenüber sogar ein Schuldgefühl und ein Gefühl, mich bei ihnen bedanken zu müssen. Denn die holen für mich quasi die Kastanien aus dem Feuer. Doch so sehr sich die wendländische Jugend im Streetfighter-Look auch abmüht, Härte zu demonstrieren, sonderlich effektiv sind ihre Aktionen nicht. Kurz vor dem Zwischenlager wird es noch einmal richtig ernst für die Demonstranten. Doch auch das Intonieren altliberalen Liedguts hält nicht auf, was eine sozialliberale Koalition einst beschlossen hat. Atommüll ab ins Wendland. Daran kann auch der Einsatzleiter nichts mehr ändern. Wenn man sich wegtragen lässt, werden wir den Wasserwerfer auch nicht einsetzen. So. Und jetzt würde ich Sie bitten, auf Ihre Demonstrationsteilnehmer einzuwirken, dass Sie die Fahrbahn räumen, dann können wir uns die Arbeit sparen. Sie könnten auch durchgehen, dass wir natürlich uns nicht räumen lassen, sondern dass dieser Transport umzukehren. Wir räumen, darum, weil der Transporter gleich durch muss. Darüber können wir nicht verhandeln. Und schon gar nicht auf der Straße, okay? Straßenräumung als Trockenübung. Ausnahmsweise. Nicht würgen, ich bin doch ein Mensch! Ich hab nichts getan! Hör auf zu würgen! Hör auf zu würgen! Und dann ist der Castor drin. 6 Stunden Fahrt für 18 Kilometer. Macht 3 Kilometer pro Stunde. Das Ticket kostet 55 Millionen Mark. Die Entdeckung der Langsamkeit im Atomzeitalter hat ihren Preis.